Die meisten Flüchtlinge, die 1945 nach Norddeutschland gelangten, hatten alles verloren. Ihren Besitz, ihre Arbeit, aber vor allen Dingen ihre Heimat. Insofern war das Weihnachtsfest der Nachkriegszeit etwas ganz Besonderes, auch für sie. Denn aus den wenigen Dingen, die sie noch besaßen oder organisieren konnten, aus Alltagsgegenständen, die sie umfunktionierten, bereiteten sie ihrer Familie und Freunden kleine Geschenke. Zu diesen Weihnachtsgeschenken, über das sich zwei Schwestern sehr freuten, gehört auch diese Handtasche. Sie ist eigentlich aus einer Wäscheleine gefertigt und diese Wäscheleine hielt auf der Flucht aus Allenstein, Ostpreußen, bis nach Flensburg in Schleswig-Holstein das Gepäck auf dem Fluchtschlitten fest, bevor es eben umgearbeitet worden war und als Geschenk unter den Christbaum gelegt wurde. Ein zweites Geschenk ist diese Tischdecke, ein Zeichen des Wohlstandes, das sich viele nicht nach dem Krieg leisten konnten. Umso größer war die Freude bei einer Mutter, als ihre 13-jährige Tochter Ulrike ihr diese Tischdecke, die aus zwei kanadischen Mehlsäcken gefertigt ist, zu Weihnachten unter den Tannenbaum legen konnte.